Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 21. Oktober 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Mond hat die Neumondposition verlassen und hat die zunehmende Mondphase begonnen. Es vermehrt sich etwas. Es nimmt etwas zu. Dazu kommt noch ein Jupiter-Einfluss in Tierkreiszeichen Skorpion. Das kann natürlich auch der ideale Zeitpunkt sein für eine Schwangerschaft, wenn jemand diesen Wunsch hat. Aber bedeutet auch Wachstum. Es nimmt etwas zu. Jupiter neigt aber dazu, etwas übertreiben. Und wenn hier auch noch die Mondenergie dazukommt, betrifft es unseren Gefühlen. Mit anderen Worten, heute neigen wir dazu, emotional etwas zu übertreiben. Und wir sollen darauf achten, dass wir die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht bewahren. Apropos Gleichgewicht. Ah ja, das kommt auch noch dazu. Die Gleichgewicht, die beiden Schale, die südlichen Schale und die nördlichen Schale, diesem Sternbilder, haben auch einen Einfluss auf die Mondenergie. Und Mond saugt es auf und leitet uns weiter. Ja, was für Schalen sind es? Kommt drauf an, wie man das sieht. Wenn wir das betrachten von Seite von Jungfrau, dann ist das nichts anderes, als die Waage, was die Jungfrau im Hand hält. Wenn wir aber Seite von Skorpion betrachten, dann ist das nichts anderes als die Schere des Skorpions. Das sind dieselben Bilder. Erst die Römer haben die Tierkreiszeichen Waage eingeführt. Aber es handelt sich um Gleichgewicht, aber auch um Gerechtigkeit. Und das hat einen Einfluss auf unseren heutigen Tag. Was noch wichtig ist zum Erwähnen, die Saturn-Einfluss, und das trifft direkt die Schützengeborenen, natürlich auch die, wo Schützen-Aszendent haben, ganz klar, aber indirekt wirkt auf die Wiedergeborenen. Uranus und Saturn stehen nämlich in Verbindung. Und das sind größere Veränderungen, schicksalhafte Veränderungen oder wichtige schicksalhafte Entscheidungen. Das trifft die Schützengeborenen, das trifft aber auch die Wiedergeborenen. Aber wir bleiben bei den Schützen. Welchen Einfluss hat Saturn von Fixsternen? Das ist Akuleus. Akulis und Akuleus. Es sind Nebel. Wo befinden sich diese Nebel? In unserem galaktischen Zentrum. Das bedeutet, die Tierkreiszeichen Schütze, die Pfeil der Schütze, dieses Bild zeigt die galaktische Zentrum in unserem Galaxie Milchstraße. Orientierung. Zielbewusst zu sein. Konzentriert zu sein. Und drumherum erscheinen diese Nebel. Das ist undurchschaubar. Und dieser Nebel wirkt noch auf Saturn. Und wie sollen wir da etwas in Form zu bringen, wenn wir keine Klarheit haben, wenn wir nicht orientieren können, weil das alles undurchschaubar erscheint. Und genau so erleben das die Schützengeborenen momentan. Dann kommt ein Uranus-Einfluss dazu zur Zeit und das sind unerwartete Ereignisse. Die Schützengeborenen rotieren, weil sie sind damit gar nicht vorbereitet. Aber diese Einflüsse sind sehr gut, sehr, sehr gut sogar. Das kommt auch in Form. Die Schützengeborenen sollen als großes Glück betrachten, auch wenn das noch nicht sichtbar ist oder noch nicht klar ist. Das, was sie gerade erleben, diese Entwicklungen, sehr, sehr gut. Und es gibt die Schützengeborenen Stabilität. Das bekommt dann eine Struktur.
Und jetzt schauen wir mal die einzelnen Tierkreiszeichen an. Aber bevor ich das noch anfange, vielleicht mal etwas von unserem Planet Erde. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder, hat einen Einfluss von Andromeda-Nebel. Und hier in dieser Andromeda-Nebel treffen sie sich vielen, vielen Sternen wie eine Linie in einen Knoten. Und das bedeutet für uns alle, besonders aber für die Wiedergeborenen, in einem Wendepunkt in unserem Leben zu stehen. Und hier müssen wir auch orientieren, weil das sind viele, viele Möglichkeiten, vielen Wegen sind offen. Und das ist auch die entscheidende, wie treffen wir jetzt Entscheidungen? Welchen Weg sollen wir weitergehen? Was führt zu Ziel? Die richtigen Entscheidungen treffen. Und das sind noch alles noch offen. Und das trifft direkt die Wiedergeborenen. Und hier eine richtige Entscheidung würde uns Sicherheit, Stabilität geben. Erstens von Saturn Einfluss, zweitens handelt sich um unseren Planet Erde, eine feste Boden unter unseren Füßen. Unseren Planet Erde verlässt aber langsam die Andromeda-Nebel und nähert sich zu Mirach. Mirach ist ein Glücksstern im Sternbild Andromeda. Und das sind glückliche Umstände und das betrifft direkt die Wiedergeborenen, indirekt die Schützengeborenen und die Löwengeborenen, aber im Allgemeinen wirkt auch auf unserem Planet Erde. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen Skorpion. Die Skorpiongeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Ein wichtiger Termin oder ein Vertrag. Und das hat auch einen Vorteil. Die Möglichkeiten, Chancen sind da. Auch das Glück begleitet auch die Skorpiongeborenen. Es werden auch Veränderungen geben. Die Skorpiongeborenen beenden etwas oder bringen etwas zu Ende. Oder die werden etwas loslassen oder trennen. Aber dieser Prozess, diese Veränderung ist gut. Es ist vorteilhaft. Die Skorpiongeborenen sollen aber auf dem inneren Gleichgewicht achten und emotional nicht allzu etwas übertreiben, was ich Anfang erwähnt habe. Und die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Situation kann auch eine Bedeutung sein bei den Skorpiongeborenen. Die Skorpiongeborenen haben gerade eine ganz starke Ausstrahlung. Sie werden jetzt wahrgenommen und damit sollen sie auch bewusst sein. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen. Es kommt etwas in Form. Es sind Umbrüche, Veränderungen. Es sind schicksalhafte Ereignisse oder wichtige Entscheidungen. Die Einflüsse von außen kann unerwartet plötzlich kommen. Aber diese Einflüsse sind sehr gut. Auch wenn etwas noch undurchschaubar ist. Oder die verlierende Orientierung. Nicht aufgeben, Ziele setzen, nicht aufgeben. Diese Ziele sind erreichbar. Das kommt alles in Form. Und die Schützengeborenen sollen mit ihren eigenen Werten bewusst sein und verlangen diese Wertschätzung. Und dieses Gefühl energetisch hängt zusammen mit Finanzen. Dadurch kommt auch mehr die Finanzen im Fluss. Also das ist die Botschaft für die Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen kommen kleinere Veränderungen oder eine kleine Reise. Etwas ändert sich in vertrauter Umgebung, in Verwandtschaft, Nachbarschaft, Bekanntenkreis. Und auch wenn es Anfang vielleicht unbeweglich erscheint, doch kommt das alles im Guten, kommt alles in Bewegung. Die Steinbockgeborenen führen gute Gespräche oder eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Und die Kraft ist noch da, etwas Neues zu starten, etwas Neues zu beginnen oder ein Auto kaufen. Es handelt sich um Bewegungen. Heute ist es noch ganz gut, einen Kaufvertrag unterschreiben, wenn es um Autokauf handelt oder das Auto verkaufen oder irgendwo sich anmelden in einen Sportclub
und Sport beginnen, diesen Vertrag unterschreiben. Heute ist der ideale Zeitpunkt dazu. In den kommenden Tagen, Wochen werden diese Bewegung ein bisschen eingeschränkt sein bei den Steinbock-Geborenen. Und wenn das um Thema Auto handelt, wie Auto kaufen, verkaufen, heute ist es noch ideal. In die nächste Zeit werden Einschränkungen da sein oder Hindernisse. Die Tierkreis zeichnen Wassermann-Geborenen ist wichtiges Thema. Sicherheit, Stabilität, das eigene Zuhause, etwas gründen. Das kann auch eine Geschäftsgründung sein oder Familiengründung oder ein Hausbau oder ein Wohnungskauf. Also das ist wichtig, dass sie etwas, dieses Fundament machen und das bewältigen die Wassermann-Geborenen wunderbar gerade. Und jetzt können sie auch mal aufatmen und bekommen wieder Kraft und kommt auch Bewegung. Und die Wassermann-Geborenen haben in den nächsten Wochen Glück, mal was die Bewegung betrifft. Das kann natürlich auch Sport bedeuten, aber auch Autos. Und da haben die Wassermann-Geborenen einen Vorteil. Nicht heute, aber in den kommenden Tagen, aber auch in den kommenden Wochen. Die Tierkreis zeichnen Fischen geboren, ist alles im Fluss und sie sollen diese Lebensfreude oder ein Hobby mal genießen oder mal da Zeit zu nehmen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten, also das Glück ist in die Seite der Fischen geborenen. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen, bekommt etwas, ein Struktur. Die bekommen eine Bestätigung oder sie erreichen etwas und dafür bekommen sie Lob. Und diese Veränderungen trägt Früchte und das Erleben, dieser Erfolg erleben gerade die Wiedergeborenen. Es ist auch Erfolg in die Liebe, Partnerschaft, da kommt auch Stabilität und Struktur, aber auch in die beruflichen Situationen. Auch wenn die Gespräche etwas noch unklar sind, oder die Informationen von außen bringt die Wiedergeborenen aus dem Gleichgewicht und fangen an zum Zweifeln, ist einfach alles in Ordnung und es hat eine Struktur und auch Stabilität und die Wiedergeborenen sollen ein Hobby nachgehen oder diese Lebensfreude mal genießen. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen, können mit einer guten Nachricht rechnen, aber auch wichtig, dass die Stiergeborenen den Kontakt suchen zu jemand. Bei den Stiergeborenen gilt auch die Gefühle, die Emotionen im Gleichgewicht halten, nichts übertreiben und die Ruhe bewahren. Wichtiges Thema ist immer noch die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, haben Glück in die Liebe. Und kommt ein guter Mars-Einfluss in die nächste Zeit. Das kann bei Damen natürlich ein Herzensmann sein. Aber es ist auch die Bewegung, Sport, Autos, all das, was mit Bewegung zu tun hat. Aber auch die Kraft, diese männliche Kraft. Da haben sie in die nächste Zeit mal Glück, die Zwillingsgeborenen, auch die Wagengeborenen, auch die Wassermanngeborenen, auch die Löwengeborenen, auch die Widdergeborenen und auch die Schützengeborenen. Also dieser gute Mars-Einfluss kommt heute noch nicht spürbar, aber es nähert sich und diese Wandlung betrifft gerade die Zwillingsgeborenen. Ein Neubeginn, Kraft und Mut, etwas Neues zu starten und in die Liebe haben die Zwillingsgeborenen auch das Glück. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, hat eine Reise, eine große Bedeutung. Das kann natürlich auch die innere Reise auch sein. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Auch vermehrt sich auch etwas. Und es ist ein gutes Gefühl. Das kommt alles im Fluss. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen, ist wichtig die Anerkennung, die Erfolg, die berufliche Erfolg. Und diese stehen auch im Mittelpunkt gerade, auch wenn das heute sich nicht so anfühlt, weil sie kommen emotional ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Trotzdem ist dieser Erfolg, nähert sich und die kommenden Tagen kommt auch diese Anerkennung.
Die Tierkreis zeichnen Jungfrau geboren, in allen Ebenen haben Glück, auch in der Liebe, Partnerschaft, auch schönen Gespräche, auch tolle Veränderungen. Aber sie sollen auch ihren Gefühlen, ihre Wünsche auch mal ernst nehmen. Wenn sie anfangen, dann zum Zweifeln, das sind dann die Hindernisse im Leben, aber dann stehen sie selbst im Weg, ansonsten sehr schöne Einflüsse von außen. Die Tierkreis zeichnen Wagen geboren, haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und das erleben sie in die nächste Zeit. Es wird ein wichtiges Thema sein, Liebe, Partnerschaft, aber auch ein Aufstieg, auch ein beruflicher Aufstieg. Die Kraft ist wieder da. Dann kann auch gerade bei Wagen Damen auch bedeuten, dass eine Begegnung mit Herzensmann oder ein Mann kehrt zurück. Also eine männliche Person spielt eine Rolle im Leben und hier handelt es sich auch um Liebe und Partnerschaft. Also das wird sehr aktuell sein. Mars und Venus, beide befinden sich gerade, nicht gerade Mars kommt noch, aber Venus ist schon im Tierkreiszeichen Waage. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft. Mars nähert sich, das kann auch eine männliche Person sein. Aber Mars bedeutet auch Bewegung, Mut und Kraft. Und das werden die nächste Zeit auch die Waagengeborenen spüren. Und dann kommt auch ein Aufstieg, auch beruflich. Diese tägliche Tageshoroskop oder Tagesenergie beeinflusst unserem Leben und diese Energiefeld ändert sich jeden Tag, sogar wenn man das genau nimmt, auch jede Stunde. Es ist immer noch aber allgemein beschrieben. Möchten Sie gerne wissen, was bei Ihnen kommt? Was kommt Jahr 2018? Was ist die Tendenz? Und was können Sie persönlich erwarten von dem Jahr, aber auch aus eigenen einzelnen Monaten. Was passiert im Januar oder Februar oder September? Ganz genau könnte ich das beschreiben, auch die Hindernisse. Und dann sind Sie schon mal vorbereitet in diesem Zeitqualität. Und es ist sehr wichtig zu erkennen, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und das kann man astrologisch ganz genau beschreiben. Und es ist möglich, eine Jahresanalyse 2018 zu bestellen und dann bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ansonsten würde ich die Blitzberatung empfehlen. Oft handelt es sich nicht um schicksalhafte Ereignisse oder schicksalhafte Entscheidungen, sondern was die Alltag betrifft, wie zum Beispiel: Liebt er mich noch? Kommt er zurück? Bekomme ich einen Arbeitsvertrag? Werde ich umziehen? Soll ich eine Reise buchen? Soll ich dieses Studium machen? Bin ich spirituell veranlagt? Werde ich Erfolg haben in meiner Selbstständigkeit? Kann ich meine Kollegin anvertrauen? Was denkt meine Chefin über mich? Werde ich Besuch bekommen von meiner Tochter und. Es sind so viele Fragen im Alltag und es sind auch wichtige Fragen oder Entscheidungen. Oft ist die Entscheidung ist schon getroffen, aber man zweifelt daran, braucht man Bestätigung. Und da ein guter Rat ist natürlich auch Gold wert. Und all diese Fragen können Sie gerne als Blitzberatung buchen. Und es funktioniert per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und ich werde diese E-Mail persönlich natürlich auch blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.